Und herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Spiel Medieval Dynasty. Eine weitere Folge dieses fantastischen, entspannenden Spiels steht vor uns und wir sind hier wieder im Wald gelandet. Oh, ist schon recht dunkel. Wir sind Mitte im. Dann sollten wir also keine Probleme bekommen. Wie ist es getränkemäßig aus? Trinken wir schnell mal was. So, dann haben wir das am Tisch. Beziehungsweise wir haben es im Bauch, ne? So. Ja, wir haben immer noch das Zaunproblem. Okay, wir hatten angefangen, ein Haus zu bauen. Und das Haus ist noch nicht fertig. Das Holz haben wir noch mal rein. Dann haben wir noch ein bisschen Bedarf an Holzstämmen und Steinen. Die üblichen Probleme, die wir ja haben in einem Spiel, immer wieder was suchen und suchen. Gut, rein in die Kiste. Schauen wir mal, ob wir noch nur Holzstämme haben. Und Bretter. Bretter haben wir 23, nehmen wir mal gleich mit. Und wir haben jetzt auch gleich einen Holzhammer mit. Weil der andere gleich kaputt ist. Holzstämme haben wir wieder ein paar. Und wir sind überladen durch das. Ja, das geht noch. Wir gehen auf die Bausymbol oder auf das Bausymbol und fangen an mit der Vollendung unseres Bauwerks, unseres Kunstwerkes. So. Und Keuchentum ist schon wieder 80-jähriger Mensch. Dauerlauf. So. Nein, wir wollen hier eine Steinwand haben. Fertig. Ah, hier hat mein Steinwand gesagt, ne? Okay, na gut, okay. Hier ist auch eine Flechtwand, haben wir vergessen umzustellen. Ja, sieht so aus. Hier wollte man, machen wir hier eine Fensterwand rein. Genau. Erledigt. Und hier setzen wir dann auch eine normale Steinwand rein. Eine Tür. Wand mit Tür, hier Steinwand. Blechwand, nee, wir brauchen zurück. So, wir brauchen eine Steinwand. Hatten wir das nicht alles schon überarbeitet gehabt? Komisch. Okay, Wände mit Fenster. Aus Protest machen wir jetzt hier zwei Fenster rein. So, hier haben wir schon, sind wir fertig. Dort ist eine Steinwand. Ja. Gut, dann waren diese beiden Dinge noch nicht bearbeitet. Wieder rein. So, dann ist das schon mal fertig. Hier machen wir unser Dach mit Holzschindeln. Hier auch Dach mit Holzschindeln. Die Bretter reichen natürlich nicht, war ja wohl zu erwarten. Ne? So, haben wir. Okay, hier haben wir auch sowas. Gut, wir brauchen massive Mengen. Keine, wie es aussieht. Gut, aber mal so, wie es aussieht, haben wir unsere Holzstämme alle abgefertigt. Hier brauchen wir auch noch einen. Wir brauchen nur noch Steine und Bretter. Ne? Aber wir brauchen, immerhin sind wir auch nur Mensch, auch mal eine Schlafrunde. Auf geht's in die KISTE-Kiste. Ne? Genau. Es ist so dunkel. So, und nochmal. Ne? Komm hier rüber? Genau. Also schade, dass hier keine Tore gibt. Das fehlt. Ja, das fehlt wirklich. So, lass uns mal eine Runde schlafen. Wir schlafen bis zum nächsten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Kleines, grüß How dich. can I help you? Wie steht's um unser Haus?
Alles gut, bester Ehemann. Nächster Ehemann. Ja, die können doch bester Ehemann sagen, ne? Also, so, Steine. Aber ich habe mal noch genug. Oder Esel. Spreche ich mit Esel? So. Ja, ja, gleich und gleich gesellt sich gut. So, rein damit. Den Holzhammer, den brauchen wir noch. Ein Messer. Decke rüber. Okay, so brauchen wir nichts, aber wir brauchen Steine. Bitte, bitte lass mal Steine haben. Steine, Steine, Steine. 53. Gut, dann lass uns mal die Steine verarbeiten. Dann sehen wir ja, was uns noch alles fehlt, ne? Leute, ich finde, unser Dorf ist schön geworden. Allein, weil es nicht so, so reihenfolgemäßig aussieht. So, Wand hatte ich. Müssen wir von innen ran. Ist aber nicht so dramatisch. Haben wir die Wände gerade noch fertig hier? Mit Glück haben. Nee, natürlich nicht. Beide sind schon Steine irgendwo drin. Leute, das reicht aus. Hey, klasse, dann brauchen wir noch weiter. Aber unsere ganzen Steine sind weg und ihr ahnt, was hier passiert. Wir brauchen nachher wieder Messer. Gut. Wir müssen Steine sammeln, schnell noch ein bisschen. Dass wir wieder ein bisschen was für die Messerproduktion haben. Sonst bin ich wieder geschimpft. Den nehmen wir noch mit. Ja, ich weiß, wir können wieder das Ding in die Hand nehmen. Weiter. Das mache ich doch selber herstellen. Ne? Produktion einigermaßen okay. Aber Stöcke holen wir uns auch wieder mit. Genau. Noch Steine, 3 Stück, das ist gut. Vielen Dank, lieber Stein. Man sehen kann. Dann sieht man, hat man den Stein aufgenommen und ruckzuck ist er schon im Bestand. So. Okay. Ich stopp hier mal noch mit hier. Und auf geht's in den Stall. Quatsch ins Lager. Stöcke. Bretter haben noch keine neuen, ne? Ne, sieht nicht so aus. Dann lass uns mal flexibel sein, dann stellen wir selber Bretter her. Und sich Holzstämme gibt 40 Bretter. Ja. Muss man denn alles alleine machen? Ich bin noch ein wenig verwirrt, wir haben noch keinen Bedarf. Geh mal kurz weg.
normalerweise bekommen wir ja gleich einen Einsatz oder eine Ansage, hey, uns fehlt das oder das oder das. Und damit ist das Problem auch schon gelöst. Es ist also ehrlich, manchmal. Es gibt 80 Sprecher, das sollte ausreichen, würde ich mal sagen. Ja, das reicht aus. Ja. Und Beispiel hätte ich bloß meinen Mund gehalten. Zwei Problemfälle. Ja. So, komm, bitte schneller. Wie die deutsche Nationalmannschaft langsam. Glück an, wenn wir das Haus fertig. Und die Verwaltung gucke ich jetzt nicht nach. So. Man hat ja auch seinen Stolz, ne? Das Ausreichen weiß ich nicht. 24, nee, reicht mit Sicherheit nicht aus. Aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Wo kann ich wieder schaffen, G-Chef? So, Hammer in die Hand. Angefangen haben. Ja. Hier hat noch ein Brett gefehlt. Ah, oh, da müssen. Oh Mist. Da müssen wir ja komplett noch ausrichten. Okay. Schade. Da muss auf der anderen Seite auch noch so komisch sein. Merde. Ne, gehört. So, hier ist noch nichts drin. Ach, hier. Gut, aber ja. Das geht jetzt relativ schnell noch. Und wir haben wieder ein Geruchsproblem. Schon erledigt. Und so, haben wir. Und hier kommen wir da dran. Das ist ein bisschen unten. So, haben wir. Brauchen wir 9 Bretter und noch 2 Holzstämme brauchen wir wohl, ne? Genau, 9. Aber du haben wir schon voll gemacht, ne? Ja, genau. Das heißt 9 Bretter nochmal und 2 Holzstämme. Etwas, was für uns ja als Profi kein Problem ist. Wo haben wir den ab? Wir hocken eh dicht umeinander. Das ist nicht so dicht. Dann machen wir die Dichte noch weg. So. Sechs Goldstämme. Das reicht. Ja, wir müssen ein Sägestück, das reicht auch. Das gibt genau 9 Stück haben wir. Oh ne, auch noch einen. Gut. Macht nichts, wir brauchen sowieso welche. Und für den Zaun noch massive Mengen von denen. Zur Sägestube, die ist hier. Grüß dich. Hast du ein Problem? Igor, was ist los? Ich habe noch einfach einen Obstkuchen, das Dankeschön. Vielen Dank. Und ich bekomme Obstkuchen. Ganz vergessen, das fertig zu machen und ganz vergessen, dass wir noch weiter sägen müssen. So, ja, zu mir. Lass mich noch kurz dran, bitte. Vielen Dank. 9, das heißt, wir müssen 5 bearbeiten.
Damit ist das erledigt. Man brennt zu viel. Und wir haben gleich das Haus fertig. Wir haben eine schöne Sache. So, hier rein. So. Ja. Dann holen wir uns zwei Hirten. Die Kuh, die nicht vorhanden ist, aber wir haben sie. Genau, das ist schon mal gut. Aber vorher gehen wir noch duschen. Ist es gut? Hallo, Schatz. Wie wandert auf Wasser? Jesus. Jesusin. So. Ich habe mal Kuchen bekommen, ne? Da war doch was, oder? Obstkuchen. Dankeschön. Oh, kann ich verkaufen? Bitte den verkaufen mal. Auf jeden Fall. Wir haben noch Eier, da können wir sowieso immer mehr. Genau, und hat genau ausgereicht. So. Ja, Obstkuchen können wir noch keinen backen, dummerweise. Zwei möchte ich auch noch ein bisschen mehr Druck machen. So, lass uns den Rest darüber holen. Holzstämme, 16 Stücke. So, und mal schauen, was für Probleme die wieder haben. Albreda hat was, kein Dünger. Na toll. Das heißt, ich muss schnell noch Dünger herstellen. Haben wir ja Dom, oder haben wir auch kein Dom mehr? Gibt's damit? Nein, kommen sie wahrscheinlich nach. Die sind halt nicht so schnell wie ich. Immer noch Stroh? Jawohl, Stroh haben wir auch noch. Okay, wollen wir schnell ein bisschen Dünger herstellen. Ja, lieber Albreda, stell doch einen Dünger selber her. Wem sind die? Aber was macht man nicht alles für die Frauen? Alles. So. Die Düngerproduktion haben wir doch angesetzt, oder? Gut. Mach ich auch nicht mehr ganz genau. Und das reicht mal für den Moment. So. Oh, warte mal, hier kommen sie plötzlich, wenn wir schon da sind. Die Achte machen jetzt den Kohl auch nicht mit. Problem. Kann jetzt sein, dass zwei Leute ein Problem haben. Ich habe mir gerade recht. Dann sind wir wieder der Problemlöser. So. So, liebster Albreda der Welt. Hier ist dein Dünger. Und hier ist der Dung. Ich hoffe, dass du damit zufrieden bist. So, haben wir noch ein Problem. Verwaltung. Gucken wir mal kurz hier rein. Jagd. Jagd wieder was? Messer. Und hier fehlen uns die zwei Leute noch. Kuhstall und für den Fersch. Das kriegen wir hin. Also, Messer herstellen. Das ist immer wieder das. Deine haben wir welche noch geholt. Wohl weiß ich, dass wir schon gedacht haben, dass das passiert. Ah, lass uns mal kurz 10 Messer herstellen. Ja, Quatsch, 10 Messer. 5 Messer herstellen. Stöcke haben wir auch noch. 5 mal 5 sind 25. Denn mehr brauchen wir nicht. Und genau. So. Thank you.
Genau. Tür öffnen, Messer rein. Leute, ihr habt jetzt 5 Messer. Hoppe, seid ihr jetzt endlich mal zufriedengestellt. Gehst du weg da oben? Bitte etwas Neues. Ja, wunderbar. So, schauen wir uns mal kurz nochmal das Ganze an. Mal geklärt, Landwirtschaft, Scheune, ein Werkzeug. Was brauchst du, mein Mäuschen? Genau. Sie braucht eine Hacke. Wir brauchen Hacken. Ach ja. So, wirklich mal, wir sind ehrlich, Brotbrötchen, das ist eine Hacke. Das brauchen wir. Holzstämme und Stöcke. Ah, lass uns mal gerade so die Hacken herstellen. 4. Und ein paar Stöcke rüber. Also wenn wir was sind, dann sind wir Problemlöser. Eindeutig. So, Holzhacke rein. Und du kriegst die. Dann kriegst du halt noch eine alte. So. Gut, damit sollte das erledigt sein. Okay. Verwaltung. Alles okay, hier die Scheune, die Holzhacke, ich jetzt für euch. Ja, jetzt müsste dann mit der Zeit weg sein. Sind wir schon wieder im Feierabend? Nö. Ja, sowas überschneidet sich halt immer ein bisschen. Macht ihr jetzt? Ah ja, Mäuschen, wo gehst du hin? Engelchen, was machst du? Jo. Ich sprich nicht mit jedem, merkt ihr das? So. Ich bin ja die Frage, ob wir hier auch noch ein Feld anlegen, ne? Eine sehr berechtigte Frage. Die hat ihre Holzhacke. Die hat die Holzhacke imaginär sich irgendwo transportiert. So. Damit müsste das Problem gelöst. Wieder, was brauchst du noch? Ist doch alles da. Hack ist da, Säckchen ist da, Michel ist da. Mäuschen, was hast du denn für Problem? Gut, vielleicht. Auf noch ein paar Sekunden. Wer ist denn das hier? Das ist die Albreda. Und wo ist jetzt wieder? Lass uns mal in die Scheune gehen. Zibrida, jetzt geht's. Ich danke dir, liebe Zibrida, dass du jetzt Popo bewegst. So, dann will ich mal sagen, lass uns noch 2 Leute holen. Lass uns das Haus auf irgendeinen Nutzen bringen. Ne? Ah, da können wir was verkaufen, würde ich sagen. Ja, da brauchen wir ein bisschen Fleisch oder sowas. Was haben wir denn viel? Den Edelreiter muss weg, der ist eh bald kaputt. Fleisch. 158, das ist okay. Karotten können wir auch noch mal verkaufen. Und was haben wir noch so viel? Okay. Lass uns den Trinkschlauch noch verkaufen. Aber das Fleisch, wenn man, gehen wir beiseite, kann ich schon was herstellen? Rote Beete haben wir nichts, Pilze, Gemüsesuppe, Karotten, Waldfleisch, Holzschalen, aber noch irgendwas mit Karotte. Sehen ja aus wie Karotten, hier brauchen wir eine rote Beete, nee, komm, gehen wir beiseite. So, du brauchst nicht in den Grill anzugucken, du machst das sowieso nicht. So, haben wir noch ein bisschen gebratenes Fleisch, aber da braucht ihr ja eigentlich dann theoretisch, kann man offline machen, das geht also obs gehen. Dann sage ich mal...